Liebe Freunde der gepflegten Strategie, da sind wir wieder. 1671 ist es und wir haben gerade einen Krieg gewonnen mit einem ja vorher nicht so richtig geplanten Ergebnis. Ergebnis ist, Hamburg ist unser neuer Vasall. Bremen ist in die Freiheit entlassen, allerdings nicht mit der Stadt Bremen, sondern mit Stade als Hauptstadt, unser Verbündeter. Und der Hansebund ist stark geschwächt. Und im Übrigen auch noch im Krieg mit der Supermacht Österreich. Und vielleicht verliert Hansebund ja möglicherweise alle drei Provinzen hier. Und dann gibt es wiederum irgendwann für mich die Möglichkeit, doch noch Lübeck zu erhalten. Ja, das ist so ein bisschen eine Hoffnung, die ich jetzt habe. So, als erstes, alle unsere Armeen sind völlig aufgefrischt. Insofern können wir auch den Unterhalt hier reduzieren. Ja. Dadurch haben wir eine richtig Top-Bilanz. Und weil jetzt auch schon der Steuereintreiber in Stockholm fertiggestellt ist, können wir jetzt mal auf 0,0 gehen und haben immer noch plus 26. Das ist richtig schick. Weil wir auch schön bauen wollen. So, dann muss ich meine Armee ein bisschen umgruppieren. Als erstes haben wir noch irgendwo die 3000 einzelnen Artilleristen stehen. Die kommen zurück zur zweiten Armee. Genau. Dann die erste Armee, die werde ich also jetzt mal ein bisschen umständlich, aber egal, auf dem Landweg nach Viborg schicken. Und die dritte Armee nach Riga, weil ich habe hier so ein bisschen Schiss, dass Novgorod möglicherweise doch, die haben uns ja gewarnt, möglicherweise hier einen Krieg plant. Insofern will ich mich dahingehend vorbereiten, dass ich da zwei Armeen zumindest an der Grenze habe. So, und die königliche Armee kommt dorthin. Dann können wir eine verbesserte Einheit hier installieren, nämlich anstelle des 32-Fünders die Trebasse. Das ist eine tragbare und sehr manövrierbare Kanone. Dieses Drehgeschütz war relativ klein und hauptsächlich für Nahbeschuss vorgesehen. Allerdings ist sie im Nahkampf, zumindest der Werte nach, schlechter als der 32-Fünder. Bisschen merkwürdig. Dafür ist die Moral richtig gut, insofern durchaus die bessere Einheit. Gut. Die nehmen wir auch. So, dann habe ich mich erinnert, dass wir hier in Indonesien noch so eine einsame Flotte haben mit 5000 Mann. Die werde ich mal hier auf unserer Hauptinsel Bonny einfach stationieren. Und dann will ich zumindest überall in normalen, eher unwichtigen Provinzen Fort-Weiss haben, damit es da im Notfall schön lange dauert, derartige potenzielle Belagerungen. Deswegen richte ich das hier unten auch noch mal so ein. Okay. Ja, soweit dazu. Dann gehen wir mal zurück hier und Truppen auf fremdem Territorium ist klar, Revolten ist klar. Dann denke ich, kann es lustig weitergehen. Ja, wir haben unser großes Thema ist hier immer noch der Ruf, den ich nicht runterkriege, weil ich immer wieder in Kriege verwickelt werde oder mich selbst verwickle und da natürlich hübsche Dinge haben möchte. Aber eigentlich wäre es perspektivisch schon schön, wenn wir das mal runterkriegen, damit wir eigentlich wieder volle Handlungsfähigkeit haben. Allerdings braucht es 20 Jahre, ehe das auf Null ist. So, harmlose Nachlässigkeit. Es scheint, dass die Regierung, die am wenigsten regiert, am besten regiert. Zumindest wenn es nach Danzig geht. Unsere Nichteinmischung in Danzig hat sich ausgezahlt. Die lokale Wirtschaft floriert. Prima. So, entweder 20 Jahre lang lokaler Steuermodifikator plus 10%, Stabilitätskosten allerdings auch plus 10.
oder Danzig wird zum neuen nationalen Schwerpunkt und wir erhalten 885 Dukaten. Ja, ich meinte, ob nun der Schwerpunkt da unten in Indonesien, da brauche ich ihn jetzt auch nicht mehr. Und so viele schöne Dukaten sind eigentlich was Nettes. Ich glaube, ich mache das mal. Dann ist das zwar für 25 Jahre dort gebunden, der nationale Schwerpunkt. Aber 10% ist nicht besonders viel, muss man auch dazu sagen. Das sind 2 Dukaten mehr jeden Monat, 20 Dukaten. Auf 10 Jahre sind 200, sind 400 Dukaten. Nee. Nö, 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 nö. Dann mache ich das doch. Mit dem kleinen Nachteil, dass es jetzt nationaler Schwerpunkt wird, aber egal. Okay. Wo ist der? Na, hier ist er zumindest. Ah ja, da ist die kleine Krone. So, Handelspolitik scheitert. Unsere landesweite Handelspolitik zahlt sich momentan nicht besonders aus. Ebenso flau sieht die Geschäftslage unserer Händler aus. Handelseffizienz minus 5% bis August oder 5 Inflation. Nee, dann nehme ich das lieber. Bis August ist ja auch noch einigermaßen überschaubar. So, wir können einen Regler verändern und ich werde einen Regler verändern und zwar den hier unten. Qualität, Quantität. Und ich werde einen in Richtung Quantität gehen. Ist jetzt vielleicht ein bisschen überraschend, aber das ermöglicht mir wiederum im nächsten Krieg eine ganz interessante nationale Entscheidung, die doch sehr hilfreich ist. Insofern mache ich das. Es war schlecht für die Disziplin, aber gut für die Soldatenzahl. Anführer sind schwerer zu finden. Wir haben die weise Entscheidung getroffen, Quantität der Qualität vorzuziehen, aber die neue größere Armee hat das unvorhergesehene Problem, dass es in der großen Masse schwerer ist, Offiziere mit Talent herauszufiltern. Boah, wir verlieren 10 Armeetraditionen. Können wir vielleicht schnell, bevor das passiert, noch einen General rekrutieren? Könnten wir, aber wir haben keinen Diplomaten. Ärgerlich. Das ist doof. Na gut. So ist das halt. Mit diesen Entscheidungen. Ach so, ich habe ja hier noch eine Armee. Was ist denn das? Die dritte Armee. Warum konnte ich die jetzt nicht bewegen? Hatte ich die nicht schon irgendwo hin beordert? Mal gucken, die erste Armee. Die haben ja alle ihre Bewegung abgebrochen. Oder was habe ich jetzt gemacht hier? Ihr solltet das doch machen. Kapiere ich gerade nicht. Naja, gut, die haben sich bewegt. So, jetzt aber nochmal. Die dritte Armee, da sollt ihr hin. Ja, sehr schön. Die nächste Konvertierung war erfolgreich. Ja, jetzt gehen sie alle ganz brav. Keine Ahnung, was da passiert ist. Möglicherweise habe ich mich verklickt. Man weiß es nicht. Ja, wie gesagt, ich. Ah, Kolonialabenteuer. Es scheint, als ob wir mit der Entdeckung der neuen Welt in die wohlhabendste Phase unserer Geschichte eingegangen sind. Doch trotz unseres immensen Reichtums, der Karl der XI. Die Finanzierung einer der mächtigsten Armeen der Welt erlaubt, war es bislang erfolglos und er bislang erfolglos in seinen Versuchen, eine starke Seestreitmacht auf die Beine zu stellen. Und auch seine Bemühungen, die Nachbarstaaten zu erobern, sind bis jetzt kläglich gescheitert. Naja, finde ich jetzt nicht. Aber egal. In Seemacht investieren. Das erhöht die Kosten der Schiffe, aber wir kriegen Tech-Investitionen. Oder das Aufgeben und wir kriegen Landtruppen weniger. Nee, dann machen wir natürlich das. Das ist okay. Das ist sogar ganz nett. So, wir haben wieder einen Kolonisten.
Und jetzt gucke ich mal, am Bonn ist einer unterwegs. Dann nehmen wir mal einen nach Guam. Das ist heftig. Die 453 Tage ist der unterwegs. Also das ist der Nachteil davon. Indonesien, die sind super lange unterwegs, die Kolonisten. Wirklich krass. So, jetzt sind unsere Ming annektiert Manipur. Zeigen wir uns mal an. Ja, wo auch immer jetzt Manipur war, auf jeden Fall ist Ming ganz schön schick. Groß. Aber wir sind auch groß. Das war zumindest mal erfolgreich. Na gut, bei 99%. Aber da haben wir auch schon einiges anderes erlebt, ne? Kolonialabenteuer nochmal. Ob sich das jetzt verdoppelt? Nee, das kann ich jetzt nicht mehr machen. Ich könnte jetzt das machen, aber das will ich nicht machen. Und noch ein Kolonisten. Und den schicken wir. Ja, ich würde sagen, wieder nach Ambon. Dann haben wir das nämlich bald auch abgeschlossen. Das wäre doch gut. So, ab nach Hause. Kann ich wieder nicht. Bug. Dass man nicht die Minikarte vernünftig verwenden kann. Passiert manchmal. So, in Österreich sind unruhige Zeiten. Seit 1672 hat Österreich fast ein Jahrzehnt des totalen Chaos hinter sich. Wieso, wir haben doch gerade 1672. Welches das Land langsam von innen zerbröseln lässt und es an den Rand des Zusammenbruchs bringt. Unsere Nation kämpft im gesellschaftlichen als auch im wirtschaftlichen Bereich, denn Hungersnöte und Krieg plagen uns und die wachsende Opposition gegen Aristokratie und Kirche hat zu einer Reihe von Aufständen und Attentaten auf den Monarchen geführt. Ja, Österreich, das finde ich ganz gut, dass Österreich jetzt so ein Problem hat. Das gefällt mir. Sklaven. In Tabora. Oha. Das ist eine wertvolle Handelsware. Und Ceylon ist unabhängig vom Mamelukenreich. Okay. Interessant. Müssen wir mal im Auge behalten. Wer weiß, was das noch für Möglichkeiten gibt. So, in Litauen ist der Bauernkrieg beendet. Das ist auch schön. Und endlich, Halmahera ist ausgebaut. Und wir haben diese 500 übrig gebliebenen Eingeborenen. Und das ist natürlich wirklich schön, weil dann ist das auch eine relativ große Provinz gleich. Und auch eine reiche Provinz mit Orientwaren. Sehr, sehr, sehr schön. Und da werden wir als erstes, wie immer, ein schnuckliges vorbauen. Ja, und wir können weiter kolonisieren. Und das mache ich auch gleich. Und zwar werde ich jetzt mal als nächstes mir diese Salomon-Inseln vorknüpfen. Da haben wir. Ne, warum kann ich das nicht? Achso, weil ich keinen. Ich habe gar keinen Kolonisten. Insofern nichts mit weiter kolonisieren. Es war nur ein Traum. So, ein neues Handelszentrum in China. Und es gibt einen neuen Kaiser. Und Böhmen ist es wieder. Ach ja, das erinnert mich daran, dass ich hier immer noch mal ein bisschen Liebkind machen wollte. Deswegen sende ich noch mal ein Geschenk und auch Pommern. Die haben sich ja so ein bisschen distanziert gehabt. Jetzt haben wir wieder 200. Und hier wollte ich ja immer noch mal Annexion fordern, aber das ist leider, leider unwahrscheinlich. Okay, es gibt Rebellen in Tajura, aber wir haben natürlich Armeen in der Nähe und zwar nicht unwesentlich. Da fällt mir ein, das könnte ich auch mal perspektivisch verändern. Hier brauche ich nicht mehr so viele Truppen.
glaube zumindest hier ist das kein Konflikt halt mehr. So, aber die Händler sind erstmal zufrieden. Die Händler machen unter unserer plutokratischen Politik gutes Geschäft. Daher haben sie sich entschieden, dem Staat ein kleines Geschenk zu entrichten, um ihn an das Positive der aktuellen Situation zu erinnern. 100 Dukaten, ja. Da danken wir sehr freundlich und freuen uns sehr. Und wir nehmen das Geld auch gleich und machen etwas, was ich ja immer mache. Und zwar meine Festlandprovinzen werde ich hier als Level 4 Forts ausbauen. Jetzt überlege ich gerade, womit ich anfange. Ja, machen wir mal Jylland, Schleswig, Vorpommern, die potenziellen Grenzfestungen werden jetzt befestigt mit dem schönen vielen Geld, was wir verdienen. So, und der Feind ist natürlich besiegt. Ganz klar, und wir haben einen Kolonisten. Den wollten wir doch jetzt hier auf diese neue Inselgruppe schicken. Die Salomon-Insel. Jawohl. 59%. Mal sehen. Da geht er hin. Und ich glaube, da sende ich dann auch erstmal die Soldatchen hinterher. Das Handelszentrum in Keffer musste schließen. Das ist ja unseres. Schade. So, Produktionstech Stufe 30 haben wir auch. Das ist nett. So, jetzt geht's aber erstmal los. Schiffsbedarf gibt es in Papua. Okay, und hier steigen wir ab. Kommt es da zu einer Revolte? Nee, kommt es nicht. Dann gehen wir mal hier in den Hafen rein. Piraten gesichtet in Timorsee. Ja, das kommt, weil wir jetzt nicht vor Ort sind. Das ist schlecht. Also hinder. Oh, Guam war mal erfolgreich. Das ist ja toll. So, Piraten. Hinfort mit euch. Na gut, dann landen wir jetzt hier in Buru. Und wir haben wieder einen Kolonisten. Sehr schön. Und der soll. Ne, Ambon ist er schon unterwegs. Ja, dann ist jetzt hier Irian die nächste, die wir forcieren. Boah, das dauert alles. Es ist echt krass. Obwohl, ich habe eigentlich so viel Geld, ich könnte auch 9 Kolonien mir jetzt mal erlauben. Na, derzeit habe ich hier sowieso nur 8, aber ich habe so viel Plus. Ja, dann gehen wir doch mal hier weiter. Gehen wir doch mal hier weiter, würde ich mal sagen. Oh, 6600. Hohoho. Krass, 2400, 0. Na, fangen wir mal hier an bei 0. Der geht raus. Fisch in Rabaul. Oh, das ist nicht so besonders einträchtig, aber wir wollen ja nicht meckern. Ein General ist tot. Okay. Nicht so dramatisch. Und es sind schon wieder Piraten da. Ah, jetzt ist die Flotte scheinbar ungünstig positioniert. Da muss ich einen besseren Standort finden, um dieses Thema zu klären. Da gucke ich doch jetzt mal auf die Revoltenkarte. Ja, wie ist denn das, wenn ich jetzt mich zum Beispiel hier kann ich, wenn ich mich jetzt hier einschiffe? Habe ich dann das Gebiet grün? Ja, das habe ich. Okay, Ambom hat 950. Auch gut. Gut, merken wir uns mal, Irian ist so eine zentrale Provinz, wo wir eigentlich alles ganz gut unter Kontrolle haben. Oh, was ist nun los? Allianzkriegsgrund gegen Schottland, Bayern, Böhmen, Magdeburg. Böhmen
Haben wir aber einen Hilferuf? Nee, aber welcher unserer Alliierten ist jetzt im Krieg? Ui, Plessgau. Im Krieg mit Böhmen, Schottland, Bayern, Magdeburg. Und sie haben uns noch nicht zur Hilfe gerufen. Ah, im Krieg mit dem Kaiser. Was macht ihr da? Warum? Warum? Es war gerade so schön. Ich wollte gerade mal eine Phase des Friedens einleiten und das Land ein bisschen ausbauen. Ach. Na gut. Okay, liebe Leute. Ihr seht, ein neuer Konfliktherd potenziell ist da. Ich habe eigentlich nicht so richtig Lust, da einzugreifen. Möglicherweise ist das aber auch nur aufgrund eines Krieges, in den Polen verwickelt ist, sehe ich gerade. Man weiß es nicht genau. Und Pleskau ist nämlich auch mit Polen verbündet und möglicherweise ist das der Grund. Ja, mal sehen, wie das weitergeht. Ob wir jetzt plötzlich in einen Krieg mit dem Kaiser einsteigen müssen. Das erfahrt ihr beim nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, zeigt den Daumen. Ich freue mich drauf. Wenn es weitergeht, bis bald, euer Steinwallen.